Die Schermbecker Energiegenossenschaft lud am 29. September diesen Jahres zur Generalversammlung ein. Nicht ohne Grund war die Besucherzahl in diesem Jahr besonders gut. Auf der Tagesordnung standen einige höchst interessante Punkte. Dazu gehörte auch die Vorstellung diverser Projekte. Nach der offiziellen Einleitung von Aufsichtsrat Norbert Scholthold stellten Michael Redeker und Petra Menting zunächst den Bericht des Vorstands vor. Das Jahr 2015 stellte sich als deutlich positiver heraus als das Jahr 2014. Um genau zu sein, war es das zweitstärkste Jahr seit der Gründung 2010. Der Jahresüberschuss mit 9.421,26 € war knapp 2.000 Euro höher als im Vorjahr. Dieses Ergebnis ermöglichte eine Dividende von 4%, welche die anwesenden Mitglieder zustimmten. Das Thema, worum es den meisten Mitgliedern an diesem Abend ging, brachte Bürgermeister Mike Rexford auf den Punkt. Was Sie wissen müssen, ist, mit dem Atom- oder erklärten Atomausstieg der Bundesregierung musste man sich natürlich Gedanken machen über alternative Energieformen. Und da war Photovoltaik sowieso schon seit vielen Jahren Thema, aber die Windkraft hat natürlich im Rahmen dieser Diskussion immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und von daher ist die Windkraft privilegiert. In Lüleheim ist die Baugenehmigung schon erteilt. Es fand bereits vor einigen Wochen der erste Spatenstich des neuen Windparks statt. Ein weiterer Windpark soll in Rüste entstehen. Dort verhandele die Gemeinde gerade über die letzten vertraglichen Feinheiten mit dem möglichen Betreiber. Der Abschluss stehe kurz bevor, so der Bürgermeister. Zurück zum Windpark nach Lüleheim. Dieser wird von der Unternehmensgruppe SL Naturenergie gebaut. Joachim Schulenburg ist der Leiter der Projektentwicklung und erzählte uns, was genau gebaut wird. Ja, wir haben ja vor etwa 3 Wochen eine Genehmigung erhalten für 4 Windenergieanlagen vom Typ Enercon E115. Also Anlagen, die eine Gesamthöhe von ca. 206 Meter haben, jeweils eine Leistung von ca. 3 Megawatt und entsprechend ca. 30 Millionen Kilowattstunden im Jahr an Stromertrag produzieren werden. 750.000 Euro werden übrigens von der Schermbecker Energiegenossenschaft gestellt. Welche Vorteile und weiteren positiven Eigenschaften eine Beteiligung der Mitglieder mit sich bringt, machte Michael Redeker deutlich. Warum ist das gut? Einmal, weil dann die Gemeinde, die Bürger sich an Projekten in unserer Region beteiligen können und davon profitieren können. Wir praktisch an Energiewende teilnehmen können als Bürger, was wir ansonsten ja nur aus dem Fernsehen, aus dem Radio oder aus anderen Medien kennen. Und diese Praxis, uns an der Energiewende zu beteiligen und natürlich einen kleinen Profit dazu rauszuerzielen, finde ich einen richtig großen Vorteil. Der erzeugte Strom wird übrigens mit 8,12 Cent pro Kilowattstunde vergütet. Und das sogar gesetzlich garantiert für eine Laufzeit von 20 Jahren. Am Windpark in Rüste möchte sich die Energiegenossenschaft mit mindestens 500.000 Euro beteiligen. Geplant ist, dass sich Mitglieder mit 5 bis 10 Anteilen in Höhe von 500 Euro beteiligen können. Also mit 2,5 bis 5.000 Euro. Nochmal zum Thema Bürgerbeteiligung. Wer kann ganz genau teilhaben? Ja, wir haben uns da so positioniert, dass wir alle Schermbecker und alle Interessenten aus der Umgebung in die Energiegenossenschaft aufnehmen werden. Da die beiden Flächen liegen ja auch an der Gemeindegrenze von Schermbeck. Einmal Richtung Wesel, einmal Richtung Dorsten, sodass auch die Personen, die nicht in Schermbeck wohnen, sondern in den Gebieten betroffen sind. Und die möchten wir auch gerne, wenn die es wünschen, eben als Mitglieder in die Genossenschaft aufnehmen. Sobald die Baugenehmigung für den Windpark Rüste erteilt wurde, kann es losgehen. Ebenfalls mit Rainer Schwarz haben wir über die Projekte gesprochen. Ja, ich bin sehr erfreut, dass es uns gelungen ist, besonders der Schermbecker Energiegenossenschaft eben in Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister, Politik und Verwaltung hieraus ein Schermbecker Projekt zu machen. Es ist uns gelungen, eben hier die Schermbecker Energiegenossenschaft als Eigenkapitalgeber zu gewinnen. Und es ist ganz
toll finde ich, dass diese Beteiligung dann auf jetzt über 300 Mitglieder bereits bestehende Genossenschaft, eventuell werden wir bald bei 400, 500 Mitgliedern landen, in die Breite zu streuen. Das ist unser genossenschaftliches Prinzip und da sind wir recht stolz drauf. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet auf der Seite der Volksbank Schermbeck.